Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Zeit für euch. Heute mit einem passenden Thema jetzt schon, wo langsam der Herbst beginnt, wieder die kalte Jahreszeit, auch wenn heute strahlend schönes Wetter ist. Trotzdem wird es ja dann langsam kühler, es beginnt auch wieder die Teezeit. Und passend dazu habe ich mir überlegt, euch nochmal so ein paar kleine Punkte so reinzupacken, die vielleicht ganz interessant sein sollten. Gleich zu Beginn, sei schon mal erwähnt, ich verlinke euch das einmal. Habe ich schon mal ein Tee-Video gemacht, wo ich die einen oder anderen Sachen schon mal darüber anspreche. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten wollte ich hier nur ein paar ergänzende Punkte euch noch mit reinfließen lassen, die vielleicht die eine oder andere noch gar nicht so wissen. Ja? Weil ich war jetzt auch in unterschiedlichen Ländern schon wieder. Ich teile das ja auch immer mit. Und da hört man teilweise auch. Oder auch im Internet hört man auch viel, ja, heiß aufgießen, dann schnell alles rein oder schon am besten den Teebeutel, gut, da müssen wir nochmal separat drüber reden, die frischen Sachen mit reinkippen, damit bloß das ganz heiße Wasser, damit alles abgekocht ist und keine irgendwelchen Schlacke oder irgendwas drin sind und dann schnell Teebeutel rein, damit sich alles entfalten kann und, ein bisschen Zucker noch dazu und dann haben wir einen perfekten Tee. Der Meinung bin ich nicht, da habe ich eine andere Einstellung zu. Und da ich täglich bei mir in den Garten gehe und mir dort frische Kräuter pflücke, die ich dann trinke, wollte ich einfach mal meine Meinung zugeben. Und die ist jetzt schon über mehrere Jahre und ich denke mal, da weiß ich mittlerweile, wie man ganz gut fahren kann. Okay, wie könnt ihr am besten so einen Tee herstellen? Also, Wasser ganz. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen das Wasser aufkochen mit einem Wasserkocher. Ja. Oder ihr könnt, das ist sehr, sehr geil, könnt mit einer Gusskanne, eine japanische Gusskanne zum Beispiel, ich kann euch da auch gerne mal noch eine unten in die Infobox rein verlinken. Kann ich ruhig mal machen, die ich verwende. Oder ich verwende zwei, aber ich werde mal welche reinpacken, kann ich gerne tun. Die könnt ihr einfach, wenn ihr einen Untersteller habt, mit einem Teelicht unten bestücken. Und dann kann das ganz langsam, kann der Tee sozusagen heiß werden. Und auf die Idee kam ich durch meinen Kampfsport. Da hat das unser Großmeister macht das. Und nicht nur hat es, sondern er macht das immer noch mit frischem Tee. Und das finde ich mega geil. Also schmeckt einfach super cool. Das ist irgendwie total entspannt. Und es hat auch irgendwie so einen urigen Charakter, wenn man einfach aus dieser Kanne halt so trinkt. Das fetzt einfach. Ja. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wenn ihr zum Beispiel den Wasserkocher verwendet, weil ihr auch einen Wasserkocher habt, das hat ja heutzutage fast jeder im Haushalt, könnt ihr da verschiedene Mineralsteine reinpacken. Das heißt, da könnt ihr Rosenquarz, das passt ganz gut. Ihr könnt Amethystendrüsen will ich jetzt nicht, aber Amethystensteine, Rohsteine, Bergkristalle könnt ihr mit reinpacken, ja, Quarze, so das passt ganz gut. Ich würde jetzt keine exotischen Dinge mit reinpacken. Ja, die könnt ihr mit reinhauen. Und die können zusätzlich bei dem Prozess des Aufkochens da mit drin sein. Ich würde immer versuchen, sobald ihr, sage ich mal, die Kanne oder die Tasse befüllt habt, dass der Wasserkocher dann leer ist, austrocknen kann, zwecks Verkalkung und. Und dann könnt ihr je nach Bedarf immer wieder neu ansetzen. Ich mache es sogar, ich habe ja schon, ich stelle ja nun schon seit längerem schon Gietwasser her. Ich habe da ebenfalls auch schon mal Videos so reingestellt, werde ich euch auch nochmal verlinken, beziehungsweise hier oben in der Infobox euch reinpacken. Und mega geil, also das Wasser schmeckt einfach mal tausendmal anders und viel, viel cooler. Ja, also das ist einfach Wahnsinn, wenn das Wasser einfach durchgehend strukturiert und gereinigt ist. Da geht natürlich immer ganz schön was rein, aber in so einem Wasserkocher, aber aus meiner Sicht lohnt sich es einfach. Wenn ihr jetzt natürlich nur eine Tasse verwendet, ist das gar kein Problem. Dann kann man da ruckzuck immer ein bisschen was aufkochen oder halt die Teelichtvariante verwenden. Okay, jetzt habt ihr das Wasser nur aufgekocht und wollt jetzt endlich euren Tee genießen. Trotzdem würde ich euch empfehlen, ihr nehmt eure Tasse. Ich habe jetzt leider nur so eine kleine Tasse, deswegen machen wir das mal symbolisch. Werde ich es nun mal symbolisch jetzt gleich zeigen. Und zwar gießt ihr mit der Kanne einfach auf, bis es voll ist und lasst es dann eine Weile stehen. Ja, ungefähr 3 bis 5 Minuten. Ihr müsst da jetzt nicht auf die Uhr schauen, aber lasst es auf jeden Fall abkühlen. Und erst dann packt ihr eure Kräuter rein, was auch immer, ja, eure
Heilkräuter. Also wenn ich jetzt im Garten, wenn ihr einen eigenen Garten habt, perfekt, weil dann kann man eine kleine Kräuterschnecke oder ihr könnt euch irgendwas bauen oder irgendwie auf der Fensterbank, wenn ihr einen Balkon habt, irgendwie so ein paar Kräuter, das ist eigentlich immer eine coole Sache und immer möglich und ihr profitiert da definitiv auch von, das verspreche ich euch. Ein bisschen Pfefferminze, Salbei hochziehen, auf was ihr auch Bock habt. Ich persönlich liebe es immer, die Kombi mit Pfefferminze, ein Stückchen Zitrone und auf jeden Fall so ein kleines bisschen Thymian. Ist einfach mega lecker. Aber auch mit Salbei, Zitrone passt super lecker. Dazu ein paar Ingwerstückchen. So, das kennt man auch schon als Fertigprodukte, wenn man irgendwo alle möglichen Firmen Teebeutel verwendet. Aber glaubt mir, der Geschmack ist nochmal um ein Vielfaches anders. Wenn ihr das so macht, wie ich das jetzt gerade so bespreche, ja. Also, das sind nochmal höllenweite Unterschiede. Ja, auf jeden Fall, die Möglichkeit könnt ihr dann verwenden. Ihr nehmt euch, pflückt euch ein paar Blätter, wie auch immer. Ihr könnt die Stiele auch verwenden. Wenn wir jetzt mal die Pfefferminze nehmen, nur mal als Beispiel. Pflückt euch ein bisschen was ab. Das heiße Wasser ist abgekühlt, circa 3 bis 5 Minuten. Und dann legt ihr erst die Pfefferminze rein. Dann könnt ihr auch Honig zum Beispiel noch mit reinpacken, wenn ihr es noch ein bisschen süßer haben wollt. Da ist auch mega geil, wenn ihr richtige Wabenhonig verwendet, also die ganze Wabe sozusagen damit reinkloppt. Ist mega geil, lecker. Mache ich derzeit, es fetzt einfach. Und dann, wenn ihr das getan habt, nehmt ihr einfach einen unteren Teller und packt den oder einen Teller, je nachdem, was ihr so da habt. Wenn ihr jetzt eine Kanne habt, könnt ihr es ja so abdecken. Dann ist es jetzt beim Teelicht-Kann-Prinzip, da ist es nicht notwendig, aber wenn ihr jetzt so einfach die Tasse oder den Becher oder wie auch immer habt, dann irgendwie noch abdecken, ja. Und das am besten nicht mit der Hand, wegen Bakterien, sondern am besten mit einem Untersetzer oder, ja, irgendwie. Dann, warum das Ganze passieren soll, ist nämlich, weil die ätherischen Öle dann nicht nach oben hin raustreten, sondern sie bleiben im Tee drin enthalten, ja. Und dann haben wir auch einen etwas größeren Effekt. Also ihr merkt schon, da sind so die ein oder anderen Faktoren zusammen, die vielleicht jetzt, wo man sagt, ja, ist halt so, dann macht man es halt nicht. Spielt aber im Endeffekt nachher eine große Rolle, wenn man nämlich, weil es gibt viele Menschen, die einfach sagen, ja, wenn ich Tee trinke, alles schön und gut, aber es ist halt Tee. Nein, es ist wirklich das ist natürlich jetzt meine Sicht, es ist ein Heilmittel. Also wir können da wirklich für eine ordentliche Heilung sorgen, egal in was für Belangen, wenn man es einfach richtig verwendet. Ja, und unsere Großväter, Großmütter, die wussten das einfach früher. Okay, noch ein Punkt dazu, was demzufolge auch noch wichtig ist: Schluckweise trinken. Ich ertappe mich da selbst meistens, wenn noch ein Stückchen runtergekühlt ist, dann am besten sofort und alles schnell weg. Aber versucht es schluckweise. Schluckweise wird auch überall empfohlen, bloß es wird irgendwie nie gesagt, warum. Und der Grund dafür liegt folgendermaßen. Die Inhaltsstoffe sind sehr, sehr konzentriert in Heilpflanzen, demzufolge auch in den Tees. Und wenn ihr das quasi sehr schnell hinwegtrinkt, dann kann der Körper nur einen Bruchteil aufnehmen. Und durch das schlückchenweise Trinken, sei es wenn es auch nur in kurzen Abständen ist, schlückchenweise und dann, was ich, 2, 3 Minuten wieder schlückchenweise, kann der Körper schon wesentlich mehr Nährstoffe aufnehmen und ihr habt einen viel, viel größeren Effekt, Wirkungseffekt von der Heilpflanze an sich. Okay, trotzdem, ihr müsst jetzt auch nicht mit dem Messer, das hatte ich am Anfang so ein Stückchen noch vergessen zu erwähnen, solltet ihr von der Temperatur ist wohl optimal, wenn ihr die Kräuter reinpackt, wenn ihr so zwischen 70 und 80 Grad liegt. Ob man das nur immer erreicht, sei es drum, wie gesagt, Anfang der Punkt, lasst es ruhig einfach ein bisschen abkühlen und packt dann die Kräuter rein. Und dann ist trotzdem alles gut. Wenn ihr jetzt schon Gietwasser zum Beispiel verwendet, das gereinigte Wasser, braucht ihr euch um Bakterien und sonstiges sowieso keine Sorgen machen. Und wenn ihr es abgekocht habt und danach reinpackt und abkühlen lässt, sind ja auch schon Bakterien und so weiter entfernt. Okay, das war's dazu. Kleines Video zum Tee trinken, eine Alternative, wie man es machen kann. Vielleicht weiß es der eine oder andere noch besser. Wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es gerne nochmal unten in die Kommentare. Ich kann einfach nur sagen, Prost. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Sid. Oh ja.